Zwei sehr besondere Frauen heute bei uns, Ilka Bessin und Claudia Kade. Außerdem freuen wir uns auf den neuen Arbeitsminister, auf Hubertus Heil und auf Jack Barsky, der jahrzehntelang als Agent für die Russen in den USA spioniert hat. Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn sehr herzlich eine Frau begrüßen wollen, die mal Perücke getragen hat und rosafarbene Jogginganzüge und die es bis in die New York Times geschafft hat als, Achtung, Princess of Plattenbau. Sie hat mal hier in der Sendung erzählt, dass es tatsächlich ein Gespräch hier war, das am Ende dazu führte, dass es die Kunstfigur Cindy aus Marzahn heute nicht mehr gibt. Das heißt also, wir haben Deutschland gewissermaßen von einem Jogginganzug befreit. Bleiben aber bescheiden, weil wir wissen, es gibt noch viel zu tun. Wir wollen aber heute die Chance nutzen, um mit ihr über eine Zeit zu sprechen, in der dieser rosafarbene Jogger keine lustige Kultnummer war, sondern eher so etwas wie ein optischer Warnhinweis. Achtung, Armut. 3 Jahre lang war sie in einer ziemlich verzweifelten Situation, auf der Suche nach einem Job, angewiesen auf Hartz IV. Und die Frage ist, was denkt jemand wie Sie über die teils völlig abgehobenen Debatten zu diesem Thema? Herzlich willkommen, Ilka Bessin. Freue mich sehr, dass du da bist. Hast du die Brille jetzt schon? Ja, das ist gut. So dreckig. Schlimm. Ist egal. Peinlich. Ja, von Ilka Bessin weiß ich auch, dass sie ihrer Mutter mal 100 Mark aus dem Portemonnaie geklaut hat, um alle Kinder aus der Nachbarschaft zum Eis einzuladen. Und wir sind sehr gespannt zu hören, ob zum Beispiel eine Runde Spaghetti-Eis für alle das ist, was er meint, wenn er sagt, auch wenn du arm bist, möchtest du dazugehören. Soziale Teilhabe nennen das Politiker neuerdings. Er hat selbst erlebt, was sozialer Abstieg bedeutet, als sein Vater die Familie verließ und keinen Unterhalt bezahlte. Und jetzt das aus dem Plattenbau hinauf in eines der wichtigsten politischen Ämter. Arbeitsminister verwaltet unvorstellbare 140 Milliarden. Gerade kommt er von der Klassenfahrt mit Horst und Jens und all den anderen. Und es heißt, er soll mit der Klassenlehrerin, mit Frau Merkel, bis nachts um 3 Rotwein getrunken haben. Die Frage ist also, wer hat da wem eingeschenkt und wer war am Ende Don Promillo? Herzlich willkommen, Hubertus Heil. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, dann eine Frau bei uns. Dann eine Frau bei uns, die mit dem schönen Satz zu zitieren ist, der Heil, der schafft richtig was weg. Damit meint sie keinen Rotwein, sondern sie meint seine Arbeitsmoral und nennt ihn eine der zentralen Figuren im Kabinett. Bevor es jetzt aber zu kuschelig wird, der sachdienliche Hinweis, diese Frau fragt im Zweifel hart nach, ist Politikchefin bei den Kollegen der Welt und hat irgendwie ein ungutes Gefühl. Sie nimmt der SPD und auch ihrem neuen Arbeitsminister das Herz für Hartz irgendwie nicht so richtig ab. Geht es da wirklich um Hartz IV, fragt sie, oder geht es darum, die SPD zu retten? Und sie weist in dem Zusammenhang auf eine irre Zahl hin. Der Staat, sagt sie, ist der übelste Arbeitgeber überhaupt, wenn es um befristete Verträge geht. Und das dunkelschwarze Schaf ist ausgerechnet das Arbeitsministerium von Herrn Heil. Herzlich willkommen, Claudia Kade. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Darüber reden. Weiß man nicht in der Öffentlichkeit. Ja, und dann ein Mann bei uns. Dann ein Mann bei uns, der eine wirklich abenteuerliche Lebensgeschichte zu erzählen hat. Und den Mann, wenn man all das gehört hat, fragen muss, wie zum Teufel hat das geschafft, nicht verrückt oder schizophren zu werden. Geboren ist er als Albrecht Dittrich, kurz nach dem Krieg in der Oberlausitz. Doch 1970, er ist glühender Kommunist und auf dem Weg, ein wirklich guter Chemiker zu werden, klopft es in Jena an seine Studentenbude. Schnitt. Jahre später reist derselbe Herr Dittrich als frischer KGB-Agent in die Vereinigten Staaten. Und zwar unter dem Namen eines verstorbenen 11-jährigen amerikanischen Jungen. Agenten, sagt er, laufen nicht mit Perücke rum. Die sind ganz normal. Er hat dort eine Familie und in Deutschland eine Familie. Nach welchen Regeln also funktioniert diese merkwürdige Halbwelt? Was denkt er über den Fall Skripal? Und warum gibt es im Moment in London, so heißt es zumindest, mehr Spione als in der Hochphase des Kalten Krieges? Herzlich willkommen, Jack Barsky. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, spannende Geschichte. Hammer. Ein echter Agent.
Endlich mal ein echter Agent in der Sendung. Herr Heil, freue mich, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen? Dicken Kopf noch oder schon wieder? Ja, ganz gut und munter. Ja, ganz gut und munter. Ja. Sie kommen gerade vom Klassentreffen oder Klausurtagung, nennt man das, glaube ich, offiziell. Ja, wie war es denn? Also, im Umgang wirklich ganz locker und auch konstruktiv. Intensive Debatten aber auch. Haben Sie neue Freunde gewonnen? Freunde nicht. Das ist immer irre, wenn man Politiker nach Freunden fragt, sind die immer relativ irritiert. Naja, ein paar Freunde kann man auch in der Politik finden, aber darum geht es bei so einer Klausurtagung. Aber nicht in der GroKo. Man lernt Leute anders kennen, sage ich mal, und auch nicht unsympathischer. Ja. Man muss ja nicht nur, wenn man auch manchmal unterschiedlicher Meinung ist in der Koalition, den anderen menschlich nicht mögen. Das ist okay. Ja. Kommt man sich dann näher auf solchen Treffen? Also duzt man sich? Meinen Sie das mit näher? Ich habe auch ein bisschen Angst, wo die Reise jetzt hingeht. Ja. Die Reise, nein, um Gottes Willen, das ist eure, ich meinte Dudes-Freunde. Ich meine jetzt einfach menschlich sich näher, nicht also ich kenne und kannte eine ganze Menge Kolleginnen und Kollegen aus auch den anderen Parteien der SPD, die duzt man sich traditionell. Ja. Und deshalb habe ich mich auch vorher schon mal mit ein paar geduzt. Das ist keine Frage, aber nicht mit allen. Duzen Sie jetzt auch Frau Merkel? Nein. Die Antwort kam sehr schnell. Nee, also erstens ist immer so, dass der Ältere oder die Ältere sowas anbietet. Und daran legt man es auch nicht an. Ja. Man kann auch gut miteinander arbeiten, ohne sich zu duzen. Was mit Jens Spahn? Ja, allerdings auch vorher schon. Also okay. Wir kennen uns aus dem Parlament. Horst Seehofer? Nein. Kam auch sehr schnell. Ja, aber das meine ich auch gar nicht böse. Also, mögen Sie den so persönlich? Ja. Also im, gut. Doch, also ich lerne ihn ja jetzt auch erst mal kennen, sage ich jetzt mal diplomatisch. Ja. Der wird mich auch kennenlernen. Ist er netter, als Sie dachten? Also im Umgang ist der Ton in Ordnung, das ist gar keine Frage. In Ordnung? Ja, also korrekt, anständig. Korrekt, ja. Ja. Nee, also da will ich auch gar nichts reingeheimnissen. Ja. Ich habe Respekt vor seinem politischen Leben. Ich bin in vielen Bereichen anderer Meinung bekanntermaßen als Sozialdemokrat. Aber das ist schon okay. Ja. Stimmt die Geschichte, dass Sie bis nachts um drei und die Kanzlerin soll die Letzte gewesen sein, an der Bar getrunken haben? Da war keine Bar. Da war keine Bar. Okay, es war im Keller? Also man darf aus Klausurtagen, glaube ich, nicht so berichten. Aber sagen wir mal so, ich habe auch in der Zeitung gelesen, dass es bis 3.30 Uhr. Ja, und was ich auch in der Zeitung gelesen habe, ist, Sie sollen dabei gewesen sein. Habe ich auch gelesen. Haben Sie auch gelesen. Ja. Und Herr Spahn soll auch dabei gewesen sein. Mehrere. Und Olaf Scholz soll dabei gewesen sein? Also es stand vieles in der Zeitung, Sie sind im Bilde, welche ich meine, die hat auch darüber berichtet. Okay, die Süddeutsche Zeitung, Olaf Scholz und auch Angela Merkel. Also es war so, dass wir tatsächlich tagsüber intensiv mit dem Generalsekretär der NATO gesprochen haben, mit den Gewerkschaften, den Arbeitgebern, auch mit dem EU-Kommissionspräsidenten. Und nach dem Abendessen hat man noch zusammen gehockt. Und da wurde intensiv diskutiert, nüchtern betrachtet. Also ich habe das Gefühl, da sitzt jetzt einer, der sich das wirklich hart erarbeiten musste. Mhm. Ist das auch Ihr Gefühl? Endlich gehöre ich dazu? Das ist nicht das Erste. Also das ist schon so, dass ich politische Erfahrung gesammelt habe. Sie sind mit 16 in die SPD. Ja. War mit 32 schon Generalsekretär. Ja. Und dann haben Sie lange gewartet. Nö, also ich habe mich zwischendurch auch nicht gelangweilt. Sie waren aber zwischendurch wahnsinnig sauer. Ich war Parlamentarier und Sie waren Parlamentarier. Sauer. Wann denn? Sie waren sauer, weil Sie übergangen worden sind als Minister. Nee, das ist nicht in erster Linie das, was mich antreibt bei der Geschichte. Es ist nicht in erster Linie, aber in zweiter vielleicht. Nein, also man will politisch gestalten, ich auch. Ja. Und die Gelegenheit ist großartig jetzt. Ich habe aber auch einen heilen Respekt vor der Größe der Aufgabe, gar keine Frage. In der Tat, wer hat Sie vorher verhindert? Wann? Zum Beispiel 2013. 2013, was war 2013? Eine Bundestagswahl? Ja. Nee, da gibt es eine andere Geschichte dazu. Erzählen Sie. Ich bin stellvertretender Fraktionsvorsitzender für Wirtschaft und Energie gewesen. Das ist der Bereich, den ich auch verhandelt habe. Und dann wurde Sigmar Gabriel Minister. Und er fragte mich, ob ich parlamentarischer Staatssekretär werde. Und da habe ich gesagt, nee. Weil parlamentarische Staatssekretäre kannst du rausschmeißen, stellvertretende Fraktionsvorsitzende nicht. Und da wir freundschaftlich verbunden sind, hat er das verstanden, wir haben gut zusammengearbeitet. Okay, und diesmal heißt es, haben Sie erst am Anfang auch nicht auf der Liste gestanden? Ich weiß das nicht im Einzelnen an dieser Stelle. Das glaube ich nicht. Nee, man liest ganz viel auch in Zeitungen darüber, ob Sie es glauben oder nicht. Frau Kade, wir haben jemanden von der Zeitung hier, zufälligerweise. Ja. Frau Kade, was wissen Sie darüber? Ja, genau, also auf den ersten Listen, die kursierten, standen Sie tatsächlich nicht drauf. Also nach unseren Informationen haben Sie es auch relativ kurzfristig erst erfahren, tatsächlich, dass Sie Ministeramt. Stimmt es, dass Sie hinschmeißen wollten in dem Zusammenhang? Nein. Also ich habe am Abend vorher davon erfahren, dass ich Minister werde. Und ich habe einen Tag über und die Tage davor natürlich diese Spekulationen gelesen. Ich wusste aber
was ich kann. Und ich aber es gab einen Moment, wo Sie wütend geworden sind. So heißt es zumindest. Doch. Es gab irgendwann kommissarisch einen Übergangsjob sozusagen als Wirtschaftsminister. Als Sigmar Gabriel plötzlich nicht mehr Wirtschaftsminister war. Und den Job kriegte dann plötzlich Brigitte Tsipras. Und da heißt es, sollen Sie gesagt haben, jetzt reicht's, ist genug. War lang genug Parteisoldat, hol euch immer die Kohle aus dem Feuer. Jetzt ist Ende Gelände. Nee, das stimmt so nicht. Also ich bin nicht von, vielleicht auch, weil ich ein bisschen älter geworden bin, so von krankhaftem Ehrgeiz getrieben, dass mich das tatsächlich umhaut, wenn man eine Gelegenheit nicht bekommt. Dass ich jetzt die Gelegenheit habe, ist was, was mich freut. Und Brigitte Tsipras schätze ich sehr. Die hat das richtig gut gemacht. Definitiv. Eine sehr interessante Frau, war neulich hier. Ja. Aber die Geschichte stimmt, ja? So nicht, wie Sie es beschreiben. Sondern? Nein, es gab eine Situation, dass Sigmar Gabriel Außenminister wurde. Und dann wurde auch spekuliert, wer macht jetzt Wirtschaft. Das hätte ich schon ganz gern gemacht. Ja, das ist doch Ihre Kompetenz. Aber es hat mich nicht so verletzt, wie Sie es darstellen. Weil in der Politik hat man keinen Rechtsanspruch auf irgendeinen Job. Okay. Aber das heißt, das ist ein Lernprozess. Da muss man lernen, das nicht persönlich zu nehmen. Man muss einfach eins begreifen. Wenn man politische Verantwortung in der Demokratie hat, dann ist man nicht erwählt. Man ist gewählt auf Zeit. Vieles hängt auch von Umständen und auch von Gelegenheiten ab, gar keine Frage. Ich bin selbstbewusst genug zu wissen, was ich kann, auch was ich nicht kann. Und ich habe ein Leben auch, das über die Politik hinausgeht. Zwei kleine Kinder, das erdet einen auch. Sie haben 2002, glaube ich, sind Sie mal zu zitieren in einem Interview, wo Sie sagen, in der Politik muss man wirklich aufpassen, dass man nicht irgendwann, Zitat, ein Arschloch wird. Ja, ich hatte davor ein Buch gelesen von einem Spiegelkollegen von Ihnen, der lebt nicht mehr, der hieß Jürgen Leinemann. Mhm. Und der hat ein Buch geschrieben, das hieß Höhenrausch. Ein irres Buch. Da hat er junge Leute interviewt. Und ich finde es eine Pflichtlektüre für jeden von uns. Ja. Man erschreckt ein bisschen, wie schnell das geht, dass man abgehoben ist. Dass ich habe auch ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, das ist immer noch die Mehrheit. Mhm. Aber ich habe auch ein paar erlebt, die, wie manchmal auch in der Wirtschaft, in höheren Sphären, so ein bisschen abdrehen und glauben, die Welt dreht sich um sie. Das ist nicht okay. Die Welt dreht sich auch ohne uns. Haben Sie jemanden, der Ihnen sagt, pass auf, Hubertus, Hubi nennen Sie, glaube ich, Ihre Freundin, ne? Ja. Pass auf. Meine Frau nicht. Ihre Frau nicht? Nein, natürlich, Ihre Frau würde sowas nicht sagen. Frauen. Also meine Frau wäre eine von denjenigen, ein paar Freunde auch, das sagen und die auch einem darauf hinweisen. Wenn man Sie das schon mal gesagt? Darüber rede ich nicht. Also diese Geschichten aus der Familie zu erzählen, das ist nicht so meins. Aber ich habe Freunde, Familie, es geht darum zu verstehen, weil das ja gerade auch ein Thema ist in der Gesellschaft insgesamt. Und Sigmar Gabriel, den Sie jetzt schon mehrfach zitiert haben, hat das jetzt gerade auch wieder gesagt. Also wir haben das oder unterschätzen vollkommen, wie sehr wir entkoppelt sind mittlerweile von der Wirklichkeit. Also wenn wir als Spitzenpolitiker zum Arzt gehen, kriegen wir, egal wie wir versichert sind, selbstverständlich sofort einen Termin. Wir sitzen auf dem Rücksitz von dunkel oder abgedunkelten Limousinen. Wir haben keine Ahnung davon, was es bedeutet, S-Bahn zu fahren, sich um günstige Wohnungen zu streiten und zu kloppen und so weiter und so weiter. Also erstmal ist es so, dass offensichtlich dieses Thema, das ja, glaube ich, gestern auch in der Zeitung eine Rolle gespielt hat, dass Menschen, die privat versichert sind oder Leute, die prominent sind, ein oder andere Mal einen früheren Termin beim Arzt bekommen, ein ernsthaftes Thema ist. Die Konsequenz ist nur, was muss man tun, um das zu ändern? Für alle, dass alle einen vernünftigen Termin bekommen. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist in der ganzen Geschichte, aber es ist schon etwas, was mich dann umtreibt. Aber die Grundfrage, die Sie gestellt haben, ist, hat man noch Bezug zum realen Leben? Kann man sich das noch vorstellen? Und richtig ist, da hat die Berliner Welt so ihre eigenen Gesetze. Aber das einfach nur zu beschreiben, ist nicht in Ordnung. Man muss anfangen, dann, wenn solche Entkopplungsprozesse stattfinden, das zu ändern. Und umgekehrt wissen wir auch, dass viele Menschen das glauben, dass wir irgendwie auf dem Mond leben oder ähnliches. Nee, bei mir ist das nicht so. Und eine Antwort für mich persönlich von Erdung heißt Peine, das ist meine Heimatstadt. Und dann nehme ich die Menschen nicht als jemanden wahr, der irgendwie auf dem Mond lebt. Das glaube ich. Das nehme ich übrigens auch Sigmar Gabriel ab, dass der in Goslar da sehr verwurzelt ist und die Leute sehr genau wissen, mit wem sie nicht so weit von Peine. Ich weiß, ich weiß. Wenn Sie sagen, man sollte da nicht nur theoretisieren und so oberflächlich drüber sprechen, ist es das, was Sie an der Debatte nervt, die Jens Spahn losgetreten hat? Das wirkt so ein bisschen, wie soll man sagen, es wirkt so ein bisschen theoretisch und kalt, sagen Sie. Ja, ich finde, jeder darf sich an der Debatte beteiligen, aber der Ton macht die Musik. Aber Sie sind ihm prinzipiell dankbar, dass er die Debatte angestoßen hat? Nee, ich bin für den Ton nicht dankbar. Weil wir sind in einer Zeit, da geht es darum, eine Gesellschaft zusammenzuhalten. Nicht Gruppen gegeneinander auszuspielen. Und zu beschreiben, was ist, ist ja das eine. Oder wie man es wahrnimmt in diesem Fall.
Das Zweite ist, was kann man eigentlich tun, um das zu verändern? Unser Ziel ist ja nicht, Menschen im Arbeitslosengeld II sozusagen zu verwalten, sondern wo immer es geht, rauszuholen. Und dazu hat er nichts gesagt. Das hat mich gestört, habe ich ihm auch gesagt. Der kann seine Meinung behalten, hat ja auch viel zu tun in seinem Ressort. Nervt Sie das, dass er in Ihrem Ressort will? Nein, das ist nicht das Problem. Es wird auch Aufgaben geben, die wir gemeinsam schultern müssen. Ich sag mal ein Beispiel, Sie haben vorhin von Arztterminen gesprochen. Mhm. Das ist ein Punkt, da muss er arbeiten. Wir haben gemeinsame Aufgaben, dafür zu sorgen, dass der Sozialstaat funktioniert, dass die Leute sich darauf verlassen können, wenn sie ihn brauchen. Gerade in Zeiten, wo sich ganz viel wandelt. Und wir haben ja jetzt so Zeiten mit technischem Fortschritt, mit Digitalisierung. Reden wir gleich noch drüber. Ja, aber das ist wichtig, weil die Frage ist ja immer dieser schöne Satz, wie halten wir eine Gesellschaft zusammen? Das ist so eine Floskel geworden. Darf es aber nicht, sondern es gibt zwei Dinge, die notwendig sind. Ein Staat, der funktioniert, mit Rechten und Pflichten. Und das andere eine Gesellschaft, die bunt ist, in der alle aber das Gefühl haben, dass sie Teil einer Gesellschaft sind und nicht in Grüppchen zergliedert werden. Also, hattest du, Ilka, das Gefühl, wenn du das hörst, was da gerade diskutiert wird, da geht es jetzt ernsthaft darum... Ich höre seit 10 Minuten schon nicht mehr hin. Nein, ist nicht böse gemeint, Entschuldigung. Aber es ist immer so, bei mir ist immer so das Problem, irgendwann schalte ich dann ab, weil es dann einfach so viel geredet wird. Und wir reden ja schon seit Jahren darüber, dass wir, dann geht es los über Technologie, dann geht es darum. Wir vergessen halt immer das Wichtigste an dem ganzen Ding, der Mensch an sich. Ne? Natürlich ist es schwierig, wenn der eine Prominente vorgelassen wird beim Arzt oder so. Aber es ist immer alles so, was ändern wir denn jetzt? Mhm. Wann geht es denn jetzt los? Wir sagen immer, wir ändern, jetzt geht's los und jetzt ist der neue Arbeit und jetzt geht's los. Aber bist du dankbar dafür, dass es diese Diskussion erstmal gibt? Seit 10, 15 Jahren. Die aber nicht in der Intensität. Und ich habe zum ersten Mal das Gefühl... Ja, da macht einer einen Spruch und dann... aber es wird sich wieder darüber aufgeregt, aber es ändert ja nichts. Gehen wir mal konkret. Aufgeregt auch nicht. Deswegen sitzt du auch heute hier in dieser Sendung. Wie findest du diese Diskussion? Ist die zu abgehoben? Geht die am Thema vorbei? Das ist ja die Frage. Nee, das Thema ist natürlich wichtig, es geht nicht am Thema vorbei, aber es reden immer Leute darüber, die eigentlich gar keinen Bezug dazu haben. Es sind halt Leute, denen es einfach noch nie schlecht ging oder auch nur bedingt schlecht ging. Wobei ich bei Armut ist auch immer so ein Thema, wo ich so sage, was bedeutet eigentlich Armut? Ja, was bedeutet für dich Armut? Also ich habe halt mit... wie gesagt, obdachlosen Jugendlichen zusammengedreht. Für viele ist Armut einfach auch fehlende Liebe, fehlende Umarmung. Für manche ist es einfach das Geld, was in der Haushaltskasse fehlt. Für kleine Kinder ist es aber einfach, dass sie von Eltern vernachlässigt werden, die sich nicht darum kümmern, weil sie gerade halt selber mit ihrem Leben Probleme haben. Es gibt so viele... Ich krieg schon wieder keine Luft mehr, jetzt geht schon wieder los. Ja, ich weiß. Und es gibt so viele Ansatzpunkte und ich finde, wir diskutieren halt echt lange darüber. Und jetzt ist jemand Neues da, da kommt neuer Wind wieder rein und dann ist es so, ich warte mal auf den Punkt, wo jetzt endlich... Da ist ja jemand, der auch durchaus eine ähnliche Erfahrung gemacht hat, auch die Erfahrung von Ausgrenzung wahrscheinlich gemacht hat in der Zeit. Ich würde trotzdem gerne einmal deine Geschichte, Eka. Was war das für eine Situation damals? Wie seid ihr als Familie da reingekommen und wie schwer ist es dann, sich aus einer solchen Situation, und das ist ja das, worüber so viel geredet und auch gestritten wird, wie holt man die Leute da wieder raus, und zwar nachhaltig raus. Also ich war ja 2003. Jens Spahn sagt, Hartz IV ist keine Armut. Sondern die Antwort auf Armut. Das Ding ist halt, wenn du alleine bist, kannst du von Hartz IV leben. Mhm. Aber was ist es für ein Leben? Ne? Also so Kino gehen und alles so, das sind ja dieses am normalen Leben teilnehmen, ist halt schwierig, weil es kostet alles Geld heutzutage. Es ist nicht so, dass dann einer sagt, okay, komm, Kinokarte kannst du umsonst haben oder so. Wenn du mit Familie, wenn du, dann ist es einfach schwierig. Ne? Du nimmst am sozialen Leben einfach nicht mehr teil. Und wie hast du das damals erlebt? Ich war 2003 arbeitslos und habe auch Hartz IV bekommen. War vorher in der Gastronomie, habe dort als Geschäftsführer gearbeitet, wurde gekündigt, lange Rede, gar keinen Sinn. Bin dann in Hartz IV gekommen, und habe da 3 Jahre, bin zum Arbeitsamt ganz normal. Ich habe die ganzen Bewerbungsunterlagen lustigerweise noch zu Hause, habe den Ordner noch mit diesen ganzen Unterlagen, wo ich mich bewerben musste, ob ich als Ski-Animateurin Sie können ruhig lachen, arbeiten musste oder mich vorstellen sollte in so einem Ski-Animateurin. Ja, ich sollte als Ski-Animateurin. Wer hat das vorgeschlagen? Weil ich ja Gastro genommen habe vom Arbeitsamt, ich will den Namen jetzt nicht nennen, vom Jobcenter, die dann gesagt hat, bewerben sich da, sie sind in der Gastronomie, sie können gut mit Menschen umgehen und da wird halt jemand gesucht. Und da habe ich gesagt, okay, wir gucken uns jetzt beide mal meine Person an. Ich möchte mich selber nicht im Skianzug sehen, ich kann gar nicht Skifahren. Also wie soll es funktionieren? Du musst es aber machen, weil du sonst einfach Kürzungen erhältst. Du wirst halt einfach, mir wurde gesagt, ich soll mich bewerben bei einem Dönerverkäufer als Dönerverkäuferin. Dann bin ich dahin und dann steht er dann natürlich und guckt dich an und sagt, ja, ich hätte gern einen jungen türkischen Mann gehabt und sie sprechen, war halt schwierig. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt kann ich einen Stempel haben, muss es halt vorlegen, alles. Und das sind halt so Geschichten, wo ich halt denke, so funktioniert es einfach nicht. Auch wenn mir jemand... Ja.
sind auch einfach Sachen, die nicht funktionieren. Ob erzählt wird, ja, wir haben ja jetzt aber die Hartz IV und wie gesagt, die Arbeitslosenquote, alles runtergegangen. Nee, die Leute werden einfach nur umgeschichtet. Ich sage es jetzt mal so, wie es ist. Das Ding ist, dass die dann in so Projekte kommen. Da können Sie ruhig so machen. Ich hab, naja, die Zahlen sind ja relativ eindeutig im Moment. Ja, wir laufen ja auf eine Vollbeschäftigung zu. Ich habe eine Schulung gemacht von zwei Monaten. War ja auch eine andere Zeit, ne? 2003. Reden wir über eine völlig andere Zeit. Ja, und es wird aber immer schlimmer. Das ist halt das Ding an der Sache. Diese Spanne auch zu... Anderes Thema. Anderes Thema. Das Ding ist halt einfach, ich musste zu einer Schulung und ich sollte Windows, Word, Excel, Computerkursen. Da habe ich gesagt, okay, ich habe eine Ausbildung zur Hotelfachfrau, ich habe eine Ausbildung zu, als Köchin. Ich kann halt mit dem Computer, ich musste mich da reinsetzen, zwei Monate lang, weil ich sonst eine Kürzung bekommen hätte, weil die gesagt haben, sie müssen das. Und ich habe da wirklich einfach mal zwei Monate gesessen, so mache ich den Computer an, so mache ich das. Wo ich mir gedacht habe, es gibt Leute vielleicht, die diesen Kurs eher brauchen wie ich. Warum funktioniert das so nicht? Ich musste dieses Ding einfach machen. Weil die sonst gesagt hätten, okay, du kriegst dein Geld nicht. Wenn Politik auf Wirklichkeit trifft sozusagen. Ich würde gerne noch mal einer an den Punkt zurückgehen. Ika, du sagst, ich habe damals bin gekündigt worden, habe meinen Job verloren. Das macht ja was mit einem Menschen. Erstmal ist man ja noch motiviert, entschuldige bitte. Ja. Sagen wir Sie eigentlich hinter der Bühne immer du? Nein, wir duzen uns, wir kennen uns so gut und so lange. Wir sitzen uns, Herr Lanz. Nein, ja. Okay, wir sitzen uns, okay. Frau Bessin, so machen wir das. Okay, ich war lange ich sag in einfach, du Frau Bessin, sage ich du, einfach. Du, Frau Prinzessin. Ja. Ich war... Das wäre am schönsten. Ich war lange in der Gastronomie, habe das immer gerne gemacht. Bin dann, wie gesagt, in die Arbeitslosenzeit. Anfangs ist man ja noch motiviert. Man kommt ja gerade aus so einem Arbeitsrhythmus und denkt, ja, das kriegst du hin, das schaffst du und so. Gehst dich bewerben, machst das und das funktioniert nicht. Die Leute wollen dich nur auf gewisse Basis einstellen. Das erste Mal zum Arbeitsamt. Was ist das für ein Gefühl, wenn man da hingeht und sagt, ich brauche euch jetzt? Ich fand es jetzt nicht schlimm, weil ich ja, wie gesagt, diesen Schub noch hatte und gesagt habe, komm, das kriegst du, gibt ja genügend gastronomische Einrichtungen. Ja, aber dann bewirbst du dich ein, zwei Mal und dann sagen die Leute, ja, wir stellen dich nur so und so ein, weil wir das nicht anders finanzieren können und so. Und dann sagst du, okay, dann kommt so der zweite, dritte und irgendwann ging es dann los, wo ich so gedacht habe, okay, ach, bleibst du liegen, nächste Morgen. Mhm. Ach komm, nächste Woche. Verlierst halt komplett die Motivation und du fragst dich dann auch, warum soll ich, habe manchmal drei, vier Tage im Bett gelegen, gedacht, okay, bleibst du zu Hause, hast deinen Kühlschrank, was einkaufen montags, kannst ruhig bis Donnerstag liegen bleiben. Ich erzähle das jetzt auch so lustig, das ist eigentlich, ist es nicht lustig, aber das war einfach so. Und das Ding ist auch, dass ich dann auch so gedacht habe, okay, dann gehst du hin, dann gehst du zum Arbeitsamt, die geben dir dann irgendwelche Sachen, sagen, bewirb dich da. Meistens waren die Sachen dann schon weg, weil das gar nicht mehr auf dem neuesten Stand war. Und du denkst so, ja, warum soll ich denn da jetzt hingehen? Also die haben ja jetzt eh nichts für mich und eigentlich bringt es jetzt auch nichts. Und irgendwann fängst du an zu resignieren. Wir haben hier mal sehr ehrlich und offen uns darüber ausgetauscht. Du hast erzählt, wie du damals wirklich depressiv wurdest und auch eigentlich gar keine Lust mehr hattest, überhaupt das ganze Ding weiter zu leben, schlicht und ergreifend. Es ist so eine Sache, wo du halt, natürlich sitze ich nicht zu Hause und überlege jetzt und nehme jetzt die Tabletten, und aber du denkst halt auch so, ja, okay, also es ist einfach jetzt auch Kacke. Und es ging halt auch nicht weiter. Ich habe überlegt, was machst du jetzt? Dann hast du diese Vorstellungsgespräche mit diesen sehr komischen Bewerbungsvorlagen, die du dann auch einhalten musst, weil du kriegst halt auch einfach Druck, ne? Und was ich auch wichtig finde. Ich wollte gerade sagen, verstehst du das? Kannst du nachvollziehen, dass es sozusagen die Sanktion auch gibt, dass es diesen Druck auch gibt? Natürlich finde ich es wichtig, aber ich finde es auch wichtig, dass dann auch einfach Arbeitsangebote da sind, die auch einfach dem entsprechen, was du halt kannst oder auch was du machen möchtest. Ich finde, man sollte sich auch einfach Zeit nehmen und zuhören, weil oftmals ist es doch so, dass man dann vielleicht einen anderen Job machen möchte oder auch mal umschulen möchte, weil es in dem Bereich gar nichts mehr gibt. Und das finde ich ganz wichtig, dass man sich die Zeit nimmt für jeden speziell und einfach mal sagt, pass auf, okay, du hast den Job gemacht, wie sieht's aus, wir können dir das und das anbieten. Oftmals war es aber so, dass die Arbeitsangebote völlig veraltet waren, dass man angerufen hat und ich habe echt so, ich sollte mal als Algenverkäuferin, Algenproduktverkäuferin, da hatte ich ein Angebot, da hieß es dann, ja, dann so sollte Algenprodukte, dann kam ich dahin, die Dame saß vor mir, auch ein etwas zerknirschtes Gesicht, und dann sagte sie so, es sind ganz tolle Produkte und die sind gut für die Haut. Ich gucke die ganze Zeit an und denke so, dann benutze sie doch einfach mal. Das war echt so. Ich sollte... Was dir aber vorher nicht gesagt wird, ist, dass du diese Algenprodukte erstmal kaufen musstest, um die dann weiter zu verkaufen. Und da habe ich so gedacht, das waren so ganz dubiose Geschichten. Und das fand ich dann schon so ein bisschen gruselig. Und irgendwann hast du dann einfach keinen Bock mehr, dich zu bewerben. Und es macht auch keinen Spaß mehr, daran teilzunehmen. Kann ich nachvollziehen. Glaub tatsächlich, dass
Die Idee, die jemand von seinem Leben hat, ist doch nicht in allererster Linie für Geld morgens aufzustehen und zu arbeiten. Geld spielt dabei bestimmt auch eine Rolle, aber es geht doch darum, selbstbestimmt dein Leben zu leben und etwas zu tun. Auch Anerkennung. Auch Anerkennung zu kriegen. Aber ich finde, Anerkennung bekommst du auch über den Lohn. Also ich kann, das ist natürlich, kann ich dir 20.000 Mal auf die Schulter klopfen und sagen, ist super gelaufen, war ganz toll der Job. Aber finanziell muss es doch auch einfach stimmen. Aber in dem Zusammenhang, bedingungsloses Grundeinkommen ist zum Beispiel etwas, was in diesen Tagen viel, viel diskutiert wird. Was denkt jemand wie du darüber? Hast du denn eine Meinung dazu? Ja, ich finde, dass das ganz schnell auch dazu verleiten kann, dass jemand sagt, ja, och, ich krieg das ja jetzt. Dann. Weil man muss da echt vorsichtig sein, weil es wird natürlich einerseits Leute geben, die sagen, ach nee, ich krieg das ja jetzt, dann brauche ich nichts. Aber es wird vielleicht andere Leute auch motivieren, noch mehr zu bekommen. Und da muss man echt aufpassen, in welche Richtung das geht. Das heißt, kein unangeschränktes Ja sozusagen zum bedingungslosen Grundeinkommen. Also du hast die Idee, dass du etwas leistest und dann gibt's was dafür. Das ist das, was dir näher ist. Natürlich, weil ich finde... Weil du willst kein Almosen, du willst kein Geschenk. Ich finde es wichtig, dafür zu arbeiten. So Selbstschätzung. Ich finde es wichtig, dass wir Leute unterstützen. Danke. Ja, das meine ich. Ich finde es wichtig, dass wir Leute unterstützen, die halt in eine Situation kommen, wo es denen nicht gut geht. Gerade auch Arbeitslosengeld, Hartz-IV-Geld, das finde ich ganz wichtig. Aber wir müssen auch gucken, dass die Leute den Bezug zur Realität nicht verlieren und dass die Leute auch einfach wieder eingegliedert werden. Dass man, ich sage mal so ein altes Beispiel, ich finde es halt gut, wenn bei so einem Arbeits- oder bei so einem Jobcenter unten einfach ein Friseur mit drin ist oder da jemand sitzt, der die Bewerbung gleich mit dir schreibt, dass du halt einfach schön gemacht wirst, dass du die Selbstschätzung einfach wieder bekommst. Man verliert ganz schnell so an Selbstwertgefühl, wenn man einfach nicht gebraucht wird. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Punkt. Die andere Frage, die man in dem Zusammenhang diskutieren muss, ganz konkret ein Beispiel. Hartz IV, beide Eltern sind Hartz IV-Bezieher, jetzt unterstellt, zwei Kinder. Dann kommen die ungefähr auf eine Summe von 2.100, 200 Euro ungefähr. Davon geht im Schnitt jetzt, das ist eine Zahl aus ihrem Amt, dann geht eine durchschnittliche Miete davon runter, dann bleiben 1.600 oder so in etwa übrig und dann müssen die damit zurechtkommen. Ich hatte vor kurzem die Gelegenheit, mit einem Hamburger Busfahrer zu sprechen. Der verdient 2.365 Euro. Ja. Welchen Grund sollte dieser Mann haben, arbeiten zu gehen? Ich sehe das Problem, weil wir dürfen nicht, und das ist auch gut so, künstlich das Arbeitslosengeld 2, um das es geht, runterrechnen. Weil das Verfassungsgericht gesagt hat, das muss irgendwie zumindest mal Essen, Trinken, Schlafen und Wohnung abdecken. Auch ein Stück dessen, was eigentlich gesellschaftliche Teilhabe ist. Das tut es natürlich nicht. Mhm. Die Frage ist, wie helfen wir dem Busfahrer? Und die Antwort ist, wir müssen dafür sorgen, dass der Busfahrer mehr Geld in der Tasche hat, um den Abstand zu gewährleisten. Das heißt, wir müssen nicht nur beim Thema Mindestlöhne ran, sondern gerade bei Alleinerziehenden, das kenne ich aus der Familie, dafür sorgen, dass über sowas wie einen Kinderzuschlag nicht die nur deshalb in Arbeitslosengeld 2 fallen oder ergänzendes Arbeitslosengeld 2 brauchen, weil sie Kinder haben. Das ist ja nicht in Ordnung, deshalb werden wir das auch tun. Und wenn ich das in Ihre Richtung sagen darf, mich bewegt, glaube ich, die gleiche Idee, wenn ich das richtig verstanden habe. Nämlich, dass Arbeit mehr ist als Broterwerb, sondern da geht es wirklich darum, dass man geregelten Tag hat, dass man eben nicht diese Depressionen bekommt und sich hängen lässt. Die Frage ist, was machen wir mit Menschen, die ganz lange draußen sind? Da sind die Jobcenter heute besser, glaube ich, als damals, aber brauchen auch noch weiter Unterstützung. Ich finde da nicht, dass sie besser sind. Darf ich Ihnen das ganz kurz sagen, warum sie besser sind als 2003, aber noch nicht gut genug? Und jetzt sage ich, was ich tun werde, weil meine Verantwortung ist ja nicht nur mal drüber reden. Mhm. Das werde ich auch tun, übrigens auch mit Betroffenen. Aber meine Idee ist beispielsweise dafür zu sorgen, dass diejenigen, die lange arbeitslos sind, eine Chance bekommen, auch auf sozialversicherungspflichtige Arbeit. Nicht nur auf eine Arbeitsgelegenheit oder auf eine ABM wie früher oder eine Maßnahme, die unsicher ist. Sondern auf eine ernsthafte, seriöse Arbeit. Ja, aber das heißt Arbeit. Auch, dass man das machen muss, was Sie vorhin angesprochen haben. Dass man sowas wie ein begleitendes Coaching braucht beispielsweise. Und die Probleme sind hoch unterschiedlich. Alle über einen Leisten zu kehren, geht nicht. Und deshalb ist das mit der Zeit, was Sie angesprochen haben, sich mehr Zeit für die Leute zu nehmen, zu sagen, wo es hakt. Und wie man darüber kommen kann, wichtig. Aber ich bleibe bei dem, was vorhin auch gesagt wurde. Einfach nur sozusagen mit höheren sozialen Transfer die Leute in Armut zu verwalten, das ist mir zu wenig. Arbeit ist für diese Gesellschaft eine schöne Leistung. Aber wie bringen wir die denn jetzt in Arbeit, die ganzen Langzeitarbeitslosen? Wie haben Sie sich das denn vorgestellt? Ich mache einen Vorschlag. Wir haben im Koalitionsvertrag eine Idee, die heißt Sozialer Arbeitsmarkt. Das klingt auch ist mal so eine Überschrift. Ich mache es praktisch. Die Idee ist, bei Leuten, die länger arbeitslos sind, ob in der freien Wirtschaft oder
beim Wohlfahrtsverband oder in der Kommune dafür zu sorgen, dass die einen Lohnkostenzuschuss bekommen. Der kann am Anfang auch mal 100% sein, weil die Leute nicht gleich von 0 auf 100 kommen. Der soll langfristig auch ein Stück runtergehen. Begleitend gibt es dieses Coaching. So, das wollen wir für 150.000 Menschen durchsetzen. Dafür nehmen wir auch Geld in die Hand. 4 Milliarden Euro nehmen Sie dafür in die Hand. Was sind das für Jobs? Also genau, das ist die entscheidende Frage. Und da würde mich auch, ich mache mal 2, 3 Beispiele. Frau Kade gleich ins Spiel bei Ihnen. Genau. Was sind das für Jobs? Ich mache mal 2, 3 Beispiele. Es kommt immer auf die Lebenslage von Leuten an, was die können, was sie mitbringen oder nicht. Wir haben ja Leute, die haben nie einen Zugang in Ausbildung bekommen und sind deshalb in Langzeitarbeitslosigkeit. Wir haben andere, die wie Sie eine ordentliche Ausbildung hatten und durch irgendeinen blöden Zufall reingerutscht sind. Nämlich der Satz, jeder seines Glückes Schmied, stimmt ja nicht. Es gibt ja auch mal den Satz, dass der Schmied Welche Jobs hat. Haben Sie denn jetzt? Jetzt will ich sagen. Also es geht beispielsweise um die Frage, wenn Sie in einer Kommune sind, in Ostdeutschland, in Brandenburg, da kennen wir uns beide ein bisschen aus, haben wir viele Räume, da ist bei der Feuerwehr nicht mehr so in Ordnung. Die ist meistens freiwillig, aber manchmal auch nicht. Die könnte man unterstützen, indem die Kommune zum Beispiel mal einen Zeugwart einstellt in einem Feuerwehrhaus. Okay, oder erstes Beispiel. In der freien Wirtschaft, in einem Handwerksbetrieb, Leute, die helfen bei der ganzen Sache. Oder im Gartenbaubereich oder auch in anderen Bereichen. Einfach um Einstieg zu finden. Und die Frage ist, was ist die Alternative? Ist es nicht wahnsinnig gefährlich, dass Sie da an dem Punkt sozusagen einen weiteren Arbeitsmarkt schlicht und ergreifend aufmachen? Also nochmal, die Orientierung ist, wo immer es geht, die Leute in den freien Arbeitsmarkt zu bringen. Aber wenn sie lange, lange Zeit draußen sind, dann geht das nicht von null auf gleich. Wir haben ja andere Instrumente für Leute, die kurzzeitarbeitslos sind. Und da ist im Moment die Lage am Arbeitsmarkt tatsächlich besser. Frau Kade wird nervös neben Ihnen, Frau Kade. Entschuldigung. Sozialversicherungspflichtig und nicht 1 Euro Arbeitsgelegenheit. Sondern es Lassen so, Sie einmal kurz, ja, Frau Kade, ich würde gerne einmal hören. Ich will die Frage beantworten, die Sie gestellt haben. Haben Sie gerade. Wir sind zufrieden an dem Punkt, Herr Heil. Würden gerne von Frau Kade hören. Herr Heil, wenn Sie sagen, Sie wollen sich stärker um die Langzeitarbeitslosen kümmern, dann müssen Sie wirklich anfangen. Es ist so, dass im Moment personalmäßig und finanziell gerade diejenigen besonders profitieren in den Jobcentern, die eben gerade arbeitslos geworden sind. Und die harten Fälle, um die geht es ja jetzt gerade, das sind die auch, die am gefährdetsten sind Frau Bessin hat es gesagt, von dem Selbstwertgefühl und so weiter. Da muss viel mehr Personal rein und eben auch Geld. Ja. Und die andere Sache, Frau Bessin hat das auch angesprochen, wenn man bereit ist, sogar mehr zu arbeiten als Hartz-IV-Empfänger, wird man vom Staat im Moment auch ausgebremst. Man wird bestraft eigentlich. Ja, deswegen sprach ich vorhin über den Busfahrer. Sobald man gewisse Zuverdienstgrenzen überschreitet, wird das wieder angerechnet auf die Leistungen, die man bekommt. Wenn man Pech hat, gerät man sogar in das Steuersystem rein, muss sogar dann noch, auch noch Steuern zahlen. Und es gibt zum Beispiel gerade in der Gruppe der alleinerziehenden Frauen und Mütter diese Fälle, wo die Frauen sagen, wenn wir uns eine Kinderbetreuung leisten können, wir sind gut ausgebildet, wir haben das alles drauf, wir würden eigentlich gerne arbeiten. Und da, das ist, finde ich, ein ganz entscheidender Hebel. Das sind einfach gut ausgebildete Frauen, die durch Umstände, für die sie gar nichts können, ausgebremst werden. Würde ich gerne was zu sagen. Das Erste gebe ich Ihnen recht, wir werden mit diesem sozialen Arbeitsmarkt auch dafür sorgen, dass in Jobcentern mehr Zeit und Personal ist. Weil es tatsächlich darum geht, die Leute kennenzulernen, nicht nur nach Akte zu entscheiden. Ja. Die bemühen sich jetzt schon, aber es liegt nicht an den Mitarbeitern, sondern an der Frage, wie es die ausstellen. Das Zweite, was Sie angesprochen haben, ist, wie kriegen wir es hin, dass sich das dann auch lohnt zu arbeiten. Da geht es darum, dass wir zum Beispiel die Beiträge mal senken für Niedrigverdiener, damit der Abstand da ist, damit es sich lohnt. Das Dritte ist Alleinerziehende. Da geht es um Hilfestrukturen, also beispielsweise auch um Vereinbarkeit von Beruf und Familie, aber auch um mehr, dass wir die aus der Teilzeitfalle rausbringen, Rechtsanspruch auf Vollzeit, auf Rückkehr schaffen, befristete Teilzeit zu haben. Und ein letzter Punkt ist, weil mir das wichtig ist, dafür zu sorgen, dass wir im Bereich der Alleinerziehenden tatsächlich diesen Kinderzuschlag erhöhen. Das ist ein ganz wichtiges Instrument, damit man nicht nur, weil man Kinder hat, in diesem System drin ist. Die Kurzzeitarbeitslosen, von denen Sie gesprochen haben, die sind ja nicht im Jobcenter, die sind im Arbeitsamt. Oder die finden sowieso was auch ohne Arbeitsmarkt, weil im Moment die Situation in einzelnen Regionen unterschiedlich. Aber so ist das ja, viele Unternehmen händeringend Leute suchen. Und das Problem ist der verfestigte Sockel von Langzeitarbeitslosigkeit. Wie viele Leute sind das ungefähr? Ungefähr 800.000. Ist ja vielen Leuten wirklich schwer zu erklären. Ja. Es gibt 1,2 Millionen offene Stellen in diesem Land. Allein in diesem Jahr, so habe ich das zumindest im Kopf, werden 650.000 neue Jobs geschaffen. Ja. Davon 100.000 ungefähr für Migranten, für Flüchtlinge. Das heißt, es gibt doch eigentlich, bei Licht betrachtet, gibt es doch Arbeit für jeden. Deswegen, warum muss man dann so einen zweiten, dritten, merkwürdigen Arbeitsmarkt aufmachen? Da gibt es auch das Risiko der Verdrängung. Ich meine, es gibt ja auch Gartenbau, also wenn wir über Landschaftspflege und so weiter reden, da gibt es ja Unternehmen, die das anbieten. Nicht, dass man dann auch noch dahin kommt, dass die dann ihre Läden zumachen, weil man dann den Leuten einfach weniger bezahlt und dadurch dann die selbstständigen Firmen und die anderen dann einfach verdrängt werden. Ja. Ich weiß nicht, wer es mir erzählt hat, aber es
gab auch dieses Beispiel, dass man Langzeitarbeitslose an Schulen zum Beispiel als Pausenbetreuung mit einsetzt, wo ich gesagt habe, ja, aber A, sind sie nicht, müssen sie dann wieder geschult werden, brauchen eine psychologische Betreuung. Heutzutage an den Schulen ist halt, aber warum nimmt man dann nicht die Leute, die halt wirklich einfach auch Facharbeiter sind, die malern können, die Heizung machen können, dass erstmal die Schulen grundsaniert werden, dass erstmal sich das wieder lohnt, zur Schule zu gehen. Dass man sich da reintraut. Ja, dass man sich da reintraut. Selbst wenn es vielleicht für die Jobs, die sie im Sinn haben, gar keine Firmen gibt, wenn es zum Beispiel Jobs sind, die bislang Ehrenamtler machen, auch das muss man sich gut überlegen. Ganz vorsichtig, genau. Ja. Also wir wollen nicht, dass Ehrenamt das Thema ist, sehr komplex. Ich versuche es nicht sozusagen zu fachchinesisch zu machen. Nee, ich will nur sagen, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, das sie da zu betreuen haben. Und es ist ein riesiger Etat, 140 Milliarden. Aber dennoch, die Frage ist doch wirklich berechtigt. Also gibt jemanden aus der FDP, den ich neulich las, der sagte, was Herr Heil davor hat, ist nicht das Prinzip Gießkanne, der kommt gleich mit dem ganzen Gartenschlauch. Ja, FDP. Aber, FDP, ja. Aber die Frage ist doch berechtigt zu fragen. Nur einmal den Gedanken. Die Frage ist doch berechtigt zu fragen, warum nehmen die jetzt diese 4 Milliarden? Mhm. Warum akzeptieren wir nicht, dass es auch sowas wie, wissen Sie, Arbeitslosigkeit hat ja auch ganz häufig, sagten es eben gerade selber, Glück ist so ein flüchtiges Ding. Du kannst erkranken, du kannst in eine Scheidung reingeraten, in eine schwierige familiäre Situation. Ja, vieles von dem, was da so passiert, sind ja Dinge, die man selber gar nicht wirklich steuern kann. Also müssten wir nicht auf der einen Seite einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass es Leute gibt, deren Leben, deren Weg einfach so aussieht, dass man sagt, das wird so nicht funktionieren. Die kriegen wir nicht betreut. Wir können nicht, ich habe im Koalitionsvertrag gibt es, glaube ich, auch die Idee zu sagen, Langzeitarbeitslose werden dann Babysitter. Nee. Ich meine, das ist doch... Nein, also jetzt müssen wir mal ein bisschen sortieren. Ich habe das gelesen. Ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß nicht, wo Sie einen Halbsatz her haben. Aber das ist kein Halbsatz, sondern das ist mehrfach so besprochen worden. Ja, aber der hat den Koalitionsvertrag versucht zu zitieren. Da hat der Michael Müller den nicht reingeschrieben. Ich will einfach mal ein bisschen sortieren. Okay, aber das sind so die Gedanken, die da unter anderem eine Rolle spielen. Wir haben die wurden morgens um 2:30 wahrscheinlich beschlossen, als man gerade so bei Rotwein. Ich versuche es zum 5. Mal ein paar Bälle aufzunehmen. Aber es ist so ernsthaft, um da einfach rüber hinwegzugehen, glaube ich. Tut mir leid, dass das jetzt einen Moment dauert. Erstens, die Frage mit Verdrängung. Das haben wir in der Vergangenheit erlebt. Es ist viel Schindluder getrieben worden, auch mit den ABMs, die ich in den 90ern brachte. Also nur für damit es jeder versteht. Ja, zu Zeiten von ABM-Maßnahmen gab es viele hunderte Betriebe, die pleite gegangen sind, weil der Staat sozusagen einen neuen Arbeitsmarkt... Es gab sogar bei der öffentlichen Hand Leute, die rausgeschmissen wurden, weil die Kommune kürzen musste. Einen subventionierten Arbeitsmarkt. Und dann ist über ABM wieder jemand reingestellt worden. Ja. Das will ich vermeiden. Und das Instrument, was ich eben beschrieben habe, das ist ein Lohnkostenzuschuss, der ist, wie sagt man so schön, der sinkt ab nach ein paar Jahren. Das ist aber eine längere Perspektive. Mhm. Weil die Langzeitarbeitslosen können sie nicht von einer Maßnahme durch die nächste jagen. Das sind diese Drehtüreffekte. Das Zweite, es geht wirklich darum, dass ja viele Unternehmen welche brauchen im Moment. Ja. Aber dass zum Teil Leute sind, die sind nicht von jetzt auf gleich voll im Stoff, sondern die brauchen ein bisschen Zeit. Und die müssen begleitet werden. Die haben oft nach vielen Jahren von Langzeitarbeitslosigkeit bereitende Probleme, die sie auch benannt haben. Zum Beispiel, dass sie anfangen, Probleme zu bekommen, auch psychische Probleme zu bekommen oder andere Probleme, Überschuldung zu haben. Krank, ja? So ist es. Herzkrankgefäße, Depression, alles, was sie wollen. Dass wir diese Leute nicht aufgeben. Und die Frage war ja, finden wir uns damit ab? Und ich sage nein, da wo es realistisch ist, müssen wir versuchen, den Leuten zu helfen, ordentliche Arbeit zu machen. Aber wenn ich einen anderen Ansatz, möglicherweise erfolgversprechender, wenn man sagt, was muss man denn tun, um den Anreiz zu schaffen, dass diese Leute wirklich motiviert sind? Und ich glaube, wenn man hingehen würde und würde sagen, pass auf, wir erhöhen einfach den Mindestlohn. Wir sorgen dafür, dass sich Arbeit für den Busfahrer oder wieder wirklich lohnt. Dann werden wir sehr viel mehr Motivation in dieser Gesellschaft sehen. Sind Sie schon die SPD eingetreten? Nein. Ich bin ganz dabei. Hat neulich Olaf Scholz, Ihnen sehr gut bekannt, aktueller Finanzminister, kluger Mann. War mal Arbeitsminister, genau. Der vor einiger Zeit ein Buch gemacht hat, das damals nicht beachtet worden nicht beachtet worden ist, weil die SPD anderes zu tun hatte, weil man einen Kanzlerkandidaten partout irgendwie nach vorne drücken wollte und so weiter und so weiter. In Wahrheit war das damals schon eigentlich dieses Buch, eine Bewerbung,
Bewunderung für das, was Herr Scholz jetzt macht. So habe ich das damals auch verstanden. Und da steht ein interessanter Gedanke drin. Mindestlohn hoch auf 12 Euro, 12,50 Euro. Das war seine Idee. Warum nimmt man sowas nicht und sagt, das ist mal ein echt guter Plan? Wir werden den Mindestlohn weiterentwickeln. Im Juni kommt der Bericht, dann wird es auch eine weitere Erhöhung geben an der Stelle. Ich habe aber was anderes vorhin noch genannt. Einfach mal darauf gucken, dass Leute, die gering verdienen, die zahlen meistens wenig oder gar keine Einkommenssteuer. Mhm. Aber bei denen schlägt die Sozialversicherungsbeiträge voll zu. Mhm. Und das macht das aus, dass manchmal sozusagen man nicht nur wenig Lohn hat, sondern von dem Lohn auch noch viel abgezogen bekommt. Und da werden wir rangehen. Wir werden die von Beiträgen entlasten. Okay. Und wir werden dafür sorgen, dass der Mindestlohn in den nächsten Jahren auch steigen kann. Aber der Lohn muss auch einfach, ich finde, es muss auch einfach vernünftiges Geld gezahlt werden für Jobs, die einfach gemacht werden. Wir fangen jetzt nicht wieder Pflegepersonal natürlich. Mhm. Es gibt einfach Jobs, die so unterbezahlt sind, wo ich so denke, es wird einfach auch zu lange darüber geredet. Und bitte keine Erhöhung, wo man sagt 30 Cent, 50 Cent oder ein Euro. Sondern, und ich finde auch, Langzeitarbeitslose werden natürlich auch motiviert, dass man denen sagt, pass auf, ihr kriegt jetzt einen Job, den könnt ihr einfach auch mal die nächsten 5, 6 Jahre haben. Ja. Oder nicht, dass nach 3 Monaten oder einem halben Jahr wieder Schluss ist. Ich habe in Halle, glaube ich, ein Projekt gemacht mit jemandem, der war langzeitarbeitslos. Mhm. Der schmiert Stullen morgens. Mhm. Das waren 12 Leute im Osten, die haben Stullen jeden Morgen geschmiert für die Schuhe, wohnen an Schulen. Verteilt, da sagt er zu mir, ja, es geht ja nur 2 Jahre, schade, ich hätte es gern länger gemacht. Und jetzt machen wir 5 Jahre. Und befristete, Moment, Sie sagen 5 Jahre, eine Sekunde. Frau Kade sagt, was das angeht, ist der Staat der übelste Arbeitgeber überhaupt. Aber warum? Einen Punkt noch aufgreifen. Ja, ganz kurz, reden wir gleich drüber. Das gesagt haben. Reden wir gleich drüber. Ich würde gerne einmal auf diesen Punkt kommen, der befristeten. Das ist ein neues Thema, ja. Ja, neues Thema, ja, ja, wichtiges Thema in dem Zusammenhang. Die SPD ein sehr wichtiges Thema in den Koalitionsverhandlungen, ne? Die sachgrundlose Befristung einzudämmen, weil das natürlich für die jungen Leute, speziell für die jungen Leute, ganz schwierig ist, wenn das so der erste Einstieg in den Job ist und man irgendwie sich unsicher sein muss, wie lange behalte ich jetzt diesen Job eigentlich, kann ich eine Familie gründen? Ja, nicht nur das, ne? Es gibt ja auch das Beispiel der Lehrer, die nicht verbeamtet sind, die dann für die Sommerferien halt sich arbeitslos melden müssen. Dass die SPD halt in den Koalitionsverhandlungen und dann der Union die Pistole auf die Brust gesetzt hat, das kann man ja auch richtig finden, aber dass in vielen SPD-mitregierten Ländern der Staat ein Arbeitgeber ist, der mit Vorliebe diese sachgrundlosen Befristungen seinen Übersetzen Sie das aber, Frau Kade, ja, also was heißt den, das? Den Arbeitnehmern an dem öffentlichen Dienst dann eben Stellen anbietet, die er befristet. Und es gibt dafür keinen klaren Grund, wie zum Beispiel Elternzeitvertretung oder sowas. Und gesondert im Bildungsbereich, im Wissenschaftsbereich ist das gang und gäbe, muss man sagen. Es gibt die Fälle von Lehrern, die vor den Sommerferien dann eben ihren Job verlieren. Dann gehen die in den 2 Monaten oder noch länger holen sich das Arbeitslosengeld, was ja auch aus staatlichen Mitteln kommt. Ja. Das ist ja alles völlig absurd. Und dann werden sie wieder eingestellt. Also irgendwie das gibt es, ist das doch in sich überhaupt nicht konsistent. Wo findet sowas statt? Das gibt es. Das gibt es leider auch in Bundesministerien. Auch bei Ihnen in Ihrem Haus? Gott sei Dank nicht so sehr wie in anderen. Das hat zum Teil mit Haushaltsrecht zu tun. Nicht so sehr, aber ich will Ihnen sagen, was ich mache. Ja. Ich werde das gesetzlich so einschränken, dass wir das zurückdrängen. Ob private Wirtschaft und gerade öffentliche Hand. Wir müssen dafür sorgen, dass die öffentliche Hand da mit einem besseren Beispiel vorangeht. Ich will das nicht schönreden, was Sie gesagt haben. Denn wir haben diese Befunde. Zum Teil Kommunen auch aus Finanznot. Aber entschuldigend ist es nicht. Es sind ja beides Gelder aus öffentlicher Hand. Absolut. Also wenn die Leute dann sozusagen ergänzendes Arbeitslosengeld 2 brauchen oder Ähnliches. Ich will Frauen aus einer Teilzeitfalle führen. Und ich werde die sachgrundlose Befristung für den Staat und auch für Unternehmen einschränken. Ich kann es nicht ganz abschaffen, das hat die CDU nicht mitgemacht, aber wir werden es richtig zurückdrängen. Weil ich es nicht in Ordnung finde, dass wir gerade jungen Leuten nach einer guten Ausbildung, die sich dann nur von Befristung zu Befristung hangeln können, keinen Grund unter die Füße geben. Die wollen ihr Leben leben, die wollen loslegen, die wollen was leisten, die wollen Familienplanung haben. Und die wollen... Und die wollen... Nicht Sicherheit vor Wandel, das können wir als Politik nicht versprechen, aber ein Stück Sicherheit im Wandel. Und deshalb sage ich, ja, ich habe mir das in Ministerien angeguckt, das Arbeitsministerium ist Gott sei Dank ein bisschen besser dran als andere. Aber es ist richtig trotzdem, neuen, frischen Fällen nicht, ehrlich gesagt. Also es gibt, wird immer Befristung mit Sachgrund geben, die haben Sie vorhin genannt, eine Elternzeitvertretung oder ein Projekt oder Ähnliches. Aber eine willkürliche, ich übersetze das jetzt mal, Befristung von Leuten, ist für mich dauerhaft nicht akzeptabel. Und deshalb werde ich das ändern und nicht nur darüber reden. Sie noch mal einladen, damit wir das sagen, wir werden Sie an Ihren Taten messen, Herr Heil. Ja. Eka, du hast deine Geschichte ist schon ein bisschen zurück, aber du hast was als Reporterin für die Kollegen von RTL mehrfach Reporterin unterwegs. Reporterin ist immer so ein bisschen so. Naja, als Reporterin im Sinne, Reporter bedeutet für mich, geh raus, schau mir das an, spreche mit den Leuten und bring das sozusagen zurück nach Hause und erzähle deren Geschichte. Das ist das, was du gemacht hast. Was erzählen die? Was wünschen sich diese Leute?
Also speziell an diesem Beispiel des Langzeitarbeitslosen, den ich halt besucht habe, die wirklich nach der Wende einfach ihren Job verloren haben. Im Osten Mauer gefallen, viele Betriebe einfach zugemacht. Der war seit 25 Jahren nicht einmal im Urlaub, weil er gesagt hat, ich stecke alles, was ich so bekomme oder was ich mache und tue, mit meiner Frau zusammen in die Wohnung. Die haben eine ganz tolle Wohnung. Viele denken ja, wenn man Hartz IV hört oder arbeitslos, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also das muss man auch mal klar sagen. Es gibt viele Leute, die einfach Hartz IVler sind oder arbeitslos sind, die motiviert sind, die auch arbeiten wollen, denen einfach Steine in den Weg gelegt werden, was schwierig ist. Die haben wir begleitet. Wir haben obdachlose Jugendliche begleitet, wo auch einfach, es wird einfach nicht thematisiert. Gibt es ein paar von, ja, leben wir halt mit. Ne? Darüber wird nicht gesprochen. Das ist auch ein ganz schwieriges Thema. Aber was, wie gesagt, bei dem Langzeitarbeitslosen einfach war, der saß da und sagte, ja, wir gehen abends hier manchmal in den Park, sitzen wir hier, trinken ein Bierchen. Jeder Zweite denkt jetzt wahrscheinlich, oh Gott, wie assi. Nee, die trinken einfach ihr Feierabendbierchen, quatschen miteinander. Der hat dann auch gesagt, ich mache das jeden Morgen, stehe gerne um 4 auf, dass wir pünktlich die Stullen geschmiert bekommen, alles so. Aber ich würde es gerne länger machen. Ich hätte so gerne diese Arbeit. Und da waren irgendwie 12 Leute, die das gemacht haben, wo ich dann auch so denke, es sind halt alles Langzeitarbeitslose. Die sind motiviert, die sind nicht irgendwie am Rumjammern, die wollen arbeiten. Und es ist so schwer. Ich finde, es sollte möglich sein, dass man den Leuten einfach eine Chance gibt. Und wenn wir so viel Geld zur Verfügung haben und sie sagen jetzt, ja, wir machen das, dann freue ich mich jetzt auf das nächste Treffen, wo das denn umgesetzt wurde. Gerne. Aber tatsächlich haben Sie da eine Mammutaufgabe vor sich. Ich habe es vorhin gesagt, 140 Milliarden bis zum Ende allein dieser Legislatur. Das kann nicht so viel, Ausgaben für Soziales und für Arbeit über 1 Billion Euro. Ja. Die Frage ist, wer soll das alles bezahlen? Da werden wir uns neue Konzepte auch überlegen müssen. Haben heute so ein bisschen eine Idee davon bekommen, dass Sie das ganz ernsthaft angehen wollen. Und ich wünsche Ihnen wirklich eine gute Hand, dass das dann auch alles tatsächlich so funktioniert. Ich glaube aber, wir müssen dann auch sehr viel ehrlicher mit den Leuten sprechen, als wir das im Moment tun. Zum Beispiel darüber, dass in diesem Italien, den Sie zehnmal genannt haben, 140 Milliarden ist verdammt viel Geld. Ja. 80 Milliarden, 90 Milliarden allein davon gehen als Zuschuss in die Rentenkasse, damit die Beiträge einigermaßen stabil sind, damit das Niveau, da ist mein Bewegungsspielraum schon ein bisschen kleiner an dieser Stelle. Trotzdem ist das immer noch sehr, sehr viel Geld. Ich will das noch mal ganz kurz sagen. Lassen Sie uns mal in dieser Gesellschaft wirklich diese offene Debatte führen, von der Sie gesprochen haben, auch mit ein paar unangenehmen Wahrheiten. Mhm. Aber nie so, dass wir immer weiter diese Gesellschaft verletzen und ausspielen. Ich will das, diese Gelegenheit bei Ihnen mal nutzen, um das zu sagen. Es geht mir wirklich auf den Geist, wenn wir die Debatten der letzten 20 Jahre auch um das Arbeitslosengeld 2 so fortsetzen, dass die einen sagen, die sind alle zu faul zum Arbeiten und die anderen sagen, es ist schon eine Verletzung der Menschenwürde, wenn man da Leute auch motiviert, mitzuwirken an der ganzen Geschichte. Beides ist doch notwendig. Und jetzt haben wir verdammt nochmal eine Situation, wo diese Welt sich so schnell dreht, dass wir höllisch aufpassen müssen, dass es nicht weiter auseinandergeht in der Gesellschaft, weil sonst kommen irgendwelche Populisten, nutzen die Ängste auf, die lösen kein Problem, aber zerstören den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und ob Sie es mir glauben oder nicht, das ist das, was mich im Moment am meisten umtreibt. Wie halten wir in dieser Gesellschaft den Laden zusammen. Wirklich zusammen mit vereinten Kräften? Frau Kade, Schlusswort von Ihnen, Frau Kade. Die Politiker an vorderster Front, ehrlich gesagt. Also wie diese Hartz-IV-Debatte geführt wurde, fand ich, also mittlerweile hat die sich auf eine sachliche Ebene bewegt. Also würde ich schon sagen, man kann jetzt inhaltlich sprechen, aber ganz am Anfang wurde Jens Spahn mit Rücktrittsforderungen überzogen. Da war er ja noch gar nicht Minister und durfte, sollte es dann nicht mehr werden, nur weil er vielleicht die falsche Tonlage gewählt hat, aber eine wichtige Debatte angestoßen. Ja, es ist ein richtiges großes Thema. Und wenn man gleich immer so in so eine Aufregungsmechanismen reinrutscht, auch eben als Koalitionspartner und Oppositionsparteien und so weiter, also das ist nun wirklich das Gegenteil von Zusammenhalt. Bei allen Profilierungswünschen, die die Parteien haben, ich verstehe auch, dass man wirklich zu dem Schluss kommen kann, in der vorigen Legislaturperiode war vielleicht zu viel Geschlossenheit oder verordnete Geschlossenheit und Gleichförmigkeit und man will wieder erkennbar sein. Das finde ich gut. Wir sehen im Bundestag, da haben die Debatten auch wieder mehr Feuer. Ja. Aber das darf nicht überziehen. Und wenn ein Minister mal sich im Ton verrutscht, aber trotzdem inhaltlich was Wichtiges anstößt, dann gleich mit Rücktrittsforderungen zu kommen, finde ich als Journalistin auch so ermüdend. Man denkt irgendwie, wann hat eine Rücktrittsforderung überhaupt noch mal Relevanz? Ja? Wann hört der Kindergarten auf? Herr Heil, lassen wir das einfach an der Stelle. Ich wollte sagen, ich habe gerade verstanden, da müssen wir vorsichtig sein, dieses überzogene Rücktritt fordern ist auch nicht mein Ding. Aber wenn ich mal daneben liegen sollte, das kann mir auch passieren, dann werden Sie keinen Rücktritt fordern, habe ich gerade verstanden. Ich habe ja von Politikern gesprochen. Ja, eben, alle. Nein, Herr Heil. Aber Sie schreiben ja manchmal. Ja, Herr Heil, wir machen das bei Ihnen anders. Wir schließen Sie heute alle in unser Nachtgebet ein und sorgen dafür, dass Sie
dass Sie eine gute Hand haben. Sie haben tatsächlich eine Menge vor. Danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Jack Barsky ist bei uns, der ein tolles Buch gemacht hat. Der falsche Amerikaner. Sie leben seit langen Jahrzehnten mittlerweile in den USA. Wie denken Sie über diese Debatte? Nur ganz kurz. Was ist der amerikanische Blick darauf, bevor wir uns um Ihre Geschichte kümmern? Ich habe mir das gut angehört. Sehr interessant. Sowas gibt es bei uns nicht. Da schalten die Amerikaner ab. Das ist viel zu tief. Wir wollen alle nur unterhalten werden. Okay. Und noch eins will ich sagen. Deswegen haben Sie auch Donald Trump als Präsidenten, ja, möglicherweise. Ganz gut. Ja, ganz sehr genau. Ja. Ist er, ja. Und eins will ich noch sagen, in, vergleichsweise, bei uns sind mit wenigen Ausnahmen alle Jobs befristet. So, da gibt es viele große Unterschiede. Wir sind beide in einem kapitalistischen Lager, aber die Unterschiede sind ganz, ganz groß. Und ich bin sehr froh, nicht in diesem Stuhl zu sitzen. Ja, wobei, in dem amerikanischen Stuhl will man auch nicht sitzen. Das ist das ganz andere Thema. Also, tolles Buch gemacht, Der falsche Amerikaner, Jack Barsky. Und um zu verstehen, was Ihre Geschichte ist, schauen wir uns erstmal ein paar Bilder an. Es ist eine wirklich atemberaubende Geschichte. Man denkt, sowas gibt es nur in irgendwelchen James Bond oder Agentenfilmen. Nein, das gibt es so oder so ähnlich tatsächlich. Am 4. März 2018 werden der ehemalige russische Spion Sergei Skripal und seine Tochter in der englischen Stadt Salisbury bewusstlos aufgefunden und mit Anzeichen einer Vergiftung, wie es heißt, in eine Klinik eingeliefert. Die englische Regierung erklärt schnell, Russland sei sehr wahrscheinlich für den Giftanschlag verantwortlich. Russland weist die Vorwürfe vehement zurück. Der Kalte Krieg scheint zurück. In den 80er Jahren, zur Hochzeit des Kalten Krieges, zieht auch ein Deutscher für den Kampf an der unsichtbaren Front als KGB-Agent in die USA. Albrecht Dittrich ist DDR-Bürger und überzeugter Kommunist. Während seines Studiums klopft es in Jena an seine Zimmertür. Albrecht Dittrich soll Spion werden. Nach jahrelanger Ausbildung beim KGB bekommt er seinen Einsatzort, die USA. Aus Albrecht Dittrich wird Jack Barsky. Barsky lernt die amerikanischen Gepflogenheiten kennen, arbeitet zunächst als Fahrradkurier und spitzelt im Geheimen für die Sowjetunion. Obwohl in der DDR bereits verheiratet, heiratet er auch in den USA. Ein Kind macht das Bild einer typisch amerikanischen Familie perfekt. Man hat so zwei Schubladen im Gehirn. Die eine, da steht drauf Amerika, die andere steht drauf Deutschland. Und wenn du in Deutschland bist, dann machst du die amerikanische zu. Und wenn du in Amerika bist, dann machst du die deutsche zu. Ende 1988 kommt ein Befehl des KGB. Komm nach Hause oder du bist tot. Barsky ignoriert es, meldet sich nicht und täuscht eine AIDS-Erkrankung vor. Daraufhin verliert der KGB das Interesse an ihm. Der Kontakt bricht ab. Erstmals lebt Jack Barsky das Leben eines normalen Amerikaners und merkt nicht, dass er gleichzeitig jahrelang offenbar vom FBI observiert wurde. Der Agent Joe Riley tarnt sich als Ornithologe, bezieht das Haus nebenan und verwanzt sein Haus. Für das FBI war es damals einer der wichtigsten Fälle. Im Mai 1997 wird er schließlich vom FBI gefasst. Er kooperiert mit den amerikanischen Behörden, entgeht so einer langjährigen Haftstrafe und ist heute Staatsbürger der USA und heute Abend unser Gast. Herzlich willkommen, Jack Barsky. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wahnsinn, Herr Barsky. Also, ganz kurze Frage, ich habe viele Fragen an Sie. Allererste Frage, haben Sie im Moment mit Blick auf das, was Sergei Skripal und seiner Tochter passiert, haben Sie Angst? Jetzt muss ich mal ehrlich mit mir sein, ja, ich habe Angst. Und ich habe immer noch Angst und das wird wahrscheinlich nie weggehen. Das kriegt man eben nicht los. Man kann es unterdrücken, aber nicht wegkriegen. Apropos unterdrücken, ich meine, Sie haben so viel unterdrückt in Ihrem Leben. Ich habe mich in der Beschäftigung wirklich gefragt, gab es den Punkt, an dem Sie dachten, jetzt werde ich irre, ich werde verrückt. Ich meine, Sie heißen Herr Dittrich. Ja. Ich würde Sie gerne mit Herr Dittrich ansprechen. Sie tragen aber den Namen eines toten, 11-jährigen amerikanischen Jungen. Ja, da kann man noch eine ganze Menge darin rumbohren, das ist so, wenn man so ein Leben anfängt, dann ist es, als ob man sich auf ein Fließband setzt und da kommt eben nur Schlimmes. Am Ende kommt nichts Gutes raus. Mhm.
Und irgendwie muss man damit mit auskommen. Ich, einige Sachen, die stecke ich eben weg und an denen denke ich nicht mehr. Allerdings ist es mir auch schon, ich hatte mal eine große Krise, wo es mir allerdings in den USA schon sehr gut ging. Mein, der Mann, der mich gefangen hat, der Herr Riley, ja? Ja, der hat mal, das ist ein Zitat von ihm, dass er weiß, dass Leute wie ich normalerweise sich entweder zu Tode trinken, Drogen nehmen oder sich ermorden, Selbstmord begehen. Ich habe es geschafft, sozusagen. Aber ich habe noch mal eine neue Chance bekommen und das hat mich gerettet. Ich meine, Schizophrenie, ja, also wirklich schizophren. Ja. Hatten Sie diesen Punkt jemals? Ich meine, Sie leben in Amerika, Sie haben das gerade auch erzählt. Sie leben das ganz normale bürgerliche Leben eines Amerikaners. Mit Frau, Kind und Hund und allem, was dazu gehört. Und zurück in Deutschland leben Sie das exakt gleiche Leben. Kein Hund. Kein Hund, okay. So, keiner darf. Eigentlich auch Angst vor den Ehefrauen haben, oder? Keiner darf. Ja, verquatscht man sich nicht mal, wo ist denn der Hund? Nee. Bubi? Nee, gar nicht. Das ist nie passiert. Das ist so krass. Okay, das ist nie passiert. Aber ich habe mir. Nee, auch nicht. Ich habe mir eine künstlich doppelte Persönlichkeit erschafft, ja? Ja. Und tatsächlich. Ich bin alle zwei Jahre wieder nach Deutschland zur Erholung und so gefahren. Da wurde ich plötzlich Albrecht Dittrich. Und dann wieder zurück. Plötzlich hat sich Jack Barsky auf seine Arbeit gefreut und auf seine Arbeitskollegen. Und das hatte ich total getrennt. Aber was mit der Familie? Was ist mit Kindern beispielsweise? Ja, da gibt es Kinder, die freuen sich, ihren Papa endlich wieder in die Arme zu schließen und ahnen nicht, dass es da noch ein anderes Kind gibt, für das derselbe Papa auch Papa ist. Ja, meine Tochter war zu klein, um da noch was mitzukriegen. Sind das Ihre beiden Familien, die wir hier gerade sehen? Ja, genau. Das ist aber die dunkelhäutige Dame, das ist meine dritte Frau. Das ist nicht okay. Das ist meine letzte Chance sozusagen. Aber mit meinem Sohn hatte ich nie so eine richtig gute Beziehung. Ich hatte nicht genug Zeit, mich in ihn zu verlieben. Und da gab es mal eine Situation, als ich da war, 5 Jahre alt, da bin ich nach Hause gekommen und habe meiner damaligen Frau eine ganze Menge schöne Sachen mitgebracht. Und da hat er gesagt, der Onkel ist aber nett. Das hat mir wehgetan. Ja. Ja, nachvollziehbar, nachvollziehbar. Wenn man mal reingeht in diese Geschichte, wie wird man Agent? Das ist mehrfach eben gefallen. Sie waren ein sehr begabter Student. Ja. Sehr talentiert. Ja. Einer der besten Abschlüsse überhaupt. Ja, ich war immer der Klassenbeste. Genau. Ja. Sie sind das, was man ein Brain nennt, ja? Ein Superhirn sozusagen. Das heißt, der Weg war eigentlich vorgezeichnet. Sie sollten Chemiker werden wahrscheinlich. Chemiker werden. Möglicherweise hätte ich in der DDR dann auch in die Politik reingepasst. Mhm. Gott sei Dank, das ist nicht passiert. Ja. Ja, aber Sie waren glühender Kommunist. Das heißt, Sie waren sehr überzeugt von diesem System. Unbedingt. Sie haben das auch nicht in Frage gestellt? Nee, ich bin im Teil der Ahnungslosen aufgewachsen. Mhm. Da gab es kein Westfernsehen. Mein Vater war Parteimitglied. Da gab es überhaupt nichts. Ja, und Sie waren jung. Ich meine, Sie waren, Sie waren enthusiastisch und leidenschaftlich, wie junge Menschen eben sind. Da sehen wir Sie in diesen jungen Jahren. Als Sie noch Herr Dittrich waren, ja. So, und dann kommt dieser Tag, Studentenwohnheim, Jena, glaube ich, war es. Ja. Sie haben erzählt, Sie mochten diese Stadt sehr. Ja. Weil Jena tatsächlich auch eine schöne Stadt ist. Und Sie hat sich eigentlich ausgemalt, dort in Jena, gab es damals viel Arbeit, da werde ich meinen Weg machen, da werde ich meine Karriere machen. Professor werden, okay. Und dann klopft es plötzlich an die Tür. Sie machen diese Tür auf, wer steht vor Ihnen? Ja, jemand, den ich nicht kannte. Die Tür habe ich nicht aufgemacht. Denn normalerweise, wenn da einer beim Studentenwohnheim, ein Student kam, der hat angeklopft und ist reingegangen. Da hat man nicht gewartet. Okay. Das war nur, ich komme jetzt mal rein. Und da ist keiner reingekommen. Und dann habe ich ihm gesagt, kommen Sie doch mal rein. Da wusste ich schon, dass es ein Fremder sein wird. Und sobald er den Mund aufgemacht hat, das war der einzige Mann, der irgendwie was mit dem KGB zu tun hat, hatte, den ich nicht leiden konnte, von Anfang an. Er hat den Mund aufgemacht und hat gesagt, ich bin von Carl Zeiss, ich möchte mal mit Ihnen über Ihre Zukunft reden. Ich bin von Carl Zeiss, nicht von KGB, von Carl Zeiss. Ah, ja. Und das war ja in der damaligen Zeit in der DDR, sowas gab es nicht. Ja, man wurde nach Studiumabschluss wurde man irgendwo hingeschickt. Und ich wusste schon, dass da was nicht stimmt. Da habe ich gedacht, Stasi, ja. Und da haben wir so ein bisschen rumgequatscht und nach ein paar Minuten hat er dann gesagt, nee, ich bin ja eigentlich nicht vom Carl Zeiss, ich bin von der Regierung. Meine Gedanken waren, ihn mal zu fragen, von welcher Abteilung der Regierung herkommt. Aber ich habe es sein gelassen. Da hat er mich dann gefragt, ob ich mir mal vorstellen könnte, irgendwann mal für die Regierung zu arbeiten. Und ich habe gesagt, ja, aber nicht als Chemiker.
So, wir haben dann so zwischen den Zeilen uns unterhalten. Und der wusste, was ich damit meine. Und dann haben wir uns nochmal getroffen. Und plötzlich hat er mir einen Russen vorgestellt und hat gesagt, wir arbeiten mit unseren sowjetischen Genossen zusammen. Na ja, und so war ich denn beim KGB. So einfach ist das. Das ist ja eine Lebensentscheidung, die man da trifft. Ja, zu der Zeit war noch keine Entscheidung. Das war ein 18 Monate lange Abtasten. Man weiß ja nicht, was man da einsteigt. Und die wollen ja auch wissen, ob ich tatsächlich die Fähigkeiten habe, die man so haben muss. Da gibt es eine ganze Menge Charaktereigenschaften, die man haben muss. Erstmal psychisch und emotional vor allen Dingen verkraftet, ganz genau, was da ganz genau. Und ich war ein ziemlich verhärteter, kalter Mensch. Wissenschaftler, alles mit dem Gehirn. Mhm. Gefühle hatte ich unterdrückt. Ich hatte auch keine enge Beziehung mit jemandem. Es war immer nur ich und ich will immer noch besser werden und you know, der beste Professor in Jena werden eines Tages. Ja, sehr, sehr ehrgeizig. Wie findet dann so eine, ich habe in den 80er Jahren viel Bücher über genau dieses Thema gelesen, weil mich das immer wahnsinnig fasziniert hat, also einem anderen Menschen eine vollkommen andere Identität überzustülpen gewissermaßen. Ja. In Ihrem Fall hat man, ich glaube, so ist das oft abgelaufen, einfach auf dem Friedhof den Namen eines 11-jährigen amerikanischen Jungen gefunden. Das war sehr typisch, ja. Hat man oft so gemacht, hat gesagt, okay, und wir besorgen uns dann einen Geburtsschein auf krummem Weg und so weiter und dann gibt es plötzlich einen Pass. Das ist bekannt, gesagt, nicht einen Pass, aber genug Dokumente, um dort leben und arbeiten zu können. Okay. So, aber dann kommt das Entscheidende, die Frage, wie bildet man, also das ist sozusagen der erste Teil der Legende, ja, plötzlich werden Sie, aus Herr Dietrich wird Jack Barsky, aber das Entscheidende, was im Kopf stand, Sie müssen Amerikaner werden. Genau. Wer hat Sie ausgebildet? Wer hat Sie sprachlich so fit gemacht? Wer hat Sie mit den Gepflogenheiten klar gemacht, dass Sie das dann irgendwann konnten? Glaubwürdig in Amerika so leben, als seien Sie einer von denen. Ich bin für 2 Jahre nach Moskau befördert worden und habe dort mit einer Amerikanerin mich 2-mal in der Woche getroffen. Das war so ziemlich die ganze Sprachausbildung. Ich habe dann sehr viel selbst gearbeitet und ganz besonders die Aussprache, da musste man ja jeden Abend eine halbe Stunde mir die Tonbänder angehört und das wiederholt. Und es ist sehr langweilig, aber so ist es mir dann eben gelungen, die Sprache so zu beherrschen, dass man kaum was hören konnte, dass ich noch aus Deutschland komme. Was man mir nicht beigebracht hat, ist, wie ein Amerikaner sich benimmt und wie er sich verhält. Und die Kultur ist ja, man kann ja nicht so sagen, ich spreche die Sprache, aber das ist nicht genug. Ich habe eine ganze Menge Unfug gemacht, weil ich eben nicht genau wusste, was da passiert. Was war der schlimmste Fettnapf, wo Sie dachten, okay, jetzt erwischen Sie mich, jetzt haben Sie mich? Das Lustigste war eigentlich, möglicherweise nicht schlimm, aber das Lustigste war, als mir mal jemand Marihuana-Zigaretten verkaufen wollte. Ja. Und der kam dann an mich ran und sagte, smoke, smoke, smoke. Und in Moskau zu der Zeit, das bedeutete, die wollen Zigaretten haben. Dann habe ich ihm ein paar Zigaretten gegeben. Und der hat mich so ganz doof angeguckt. Ich habe keine Ahnung, warum. Ja, wenn da ein Beobachter beigestanden hätte, der hätte gesagt, was ist denn mit dem los? Und wahrscheinlich das Gefährlichste war, dass ich noch mal als Klassenbester die Universität absolviert habe. Das ist mein Ehrgeiz mit mir durchgebrannt. Welche Universität war das? Es war eine wirtschaftliche College vom City University, Baruch University. Und das ist höchstwahrscheinlich das erste und einzige Mal, dass ein aktiver kommunistischer Agent bei einer amerikanischen Wirtschaftsuniversität die Abschlussrede gehalten hat. Das haben Sie gemacht. Aber das war doch gefährlich. Ja. Ja, aber es ist eine Geschichte. Ja, es ist eine Geschichte. Ich sollte doch nicht auffallen. Ja. Da waren Sie aufgefallen natürlich, ja, logischerweise. So, und dann die Frage, wie bringt man jemanden dann dahin, wo er sein muss? Also erstmal brauchen Sie so diese, was braucht man? Erstmal so eine unauffällige Vorstadt-Idylle, so wie in Desperate Housewives, man lebt so Tür an Tür. Nee, das ging ganz anders. Ich bin dort eingeschleust worden und habe dann erstmal ein Jahr lang in so einem miesen Hotel gelebt, weil ich ja nicht so viel Geld hatte. Wo war das? Das war in Manhattan. Aha. Und mir die Dokumente erarbeitet, sodass ich endlich mal arbeiten konnte. Woher hatten Sie Geld? Ich hatte Geld mitgenommen und als es dann alle war, dann gab es auch tote Briefkastenoperationen, wo jemand da irgendwo so eine olle Ölkanne hinschmeißt und ich nehme die auf und dann knacke ich die auf und das Geld drin. Nehmen Sie uns bitte nur an diesem kleinen Beispiel mal einmal mit, wie geht das? Wie kriegt man mitten in Manhattan Geld vom KGB? Das war nicht in Manhattan. Wenn man keine Bank benutzen kann. Irgendwo in einem Park, ja. Da ist irgendwo, sagen wir mal, ein Baum mit. Wie nimmt der erstmal Kontakt zu Ihnen auf oder Sie zu dem? Morse Code, Kurzwellenradio.
Kurzwellenradio? Kurzwellenradio, ja. Sie morsen nach Moskau, oder wie? Nee, ich habe nicht gemorst, die haben zu mir. Die haben zu Ihnen gemorst? Ich hab Geheimschrift, Briefe mit Geheimschrift gesendet. Was heißt das? Geheimschrift, naja, da schreibt man einen Brief und dann kommt noch geheime Schrift drauf. Die kann keiner sehen, die muss entwickelt werden. Ist doch klar. Ja. Wie man das noch macht. Das heißt, das ist diese unsichtbare Tinte, ja? Ja, genau. Wie macht man die dann sichtbar? Wie funktioniert das nur für uns wenigen, die wir nicht im Spionage-Business sind? Das weiß ich nicht. Mein bester Freund könnte das erklären. Der hat im Labor bei der Stasi gearbeitet und Geheimschriften entwickelt. Mit all diesen Dingen haben Sie wirklich gearbeitet? Ja. Also, Sie wurden angemorst. Das war ganz normal. Sie haben lustige Briefe geschrieben, auf denen offiziell nichts stand und so weiter, außer schöne Grüße aus New York. Naja, da war eine ganze Menge. Das war ein normaler Brief. Der musste so aussehen, als ob er total normal war. Und dann, genau. So, und dann, wie geht dann so eine Geldübergabe? Also Geldübergabe ist, wie gesagt, da suchte ich mir so Orte aus, die man gut beschreiben kann. Und so, wie zum Beispiel im Park, in einer abgelegenen Stelle, ein Baum mit der Höhlung da. Und dann gab's dann wurde ich dann zu Operationen aufgefordert. Und an einem schönen Sonntag, da machte ich mich auf die Strecke. 3 Stunden vor der Operation habe gemerkt, immer rund mich umgeschaut, ob ich nicht verfolgt werde. Und dann ging ich dann an unserem Lampenpfahl vorbei, Lampenposten, und da war so ein Kreidestrich. Das bedeutet, aha, der Container ist schon da. Und dann bin ich dann hingegangen, habe das Ding mir aufgenommen und dann habe ich einen Kreidestrich woanders gemacht. Das bedeutet, ich hab's. Und dann bin abgeholt. Dann bin ich nach Hause gegangen. Was war der Container? Wo war das drin? Das war eine olle Ölbüchse, die so ein bisschen zusammengepatscht war. Die lag da einfach rum? Die lag da einfach rum, ja. Da lag der Ölbüchse im Park. Ja. Und innen drin wie viel Geld? $10.000. Das ist so für heute Verhältnisse wäre es ungefähr 30.000. Es war so ungefähr so dick. Ich hatte nicht genug Werkzeuge im Hotel, da hatte ich nur ein Messer und Gabel. Das hat mir 2 Stunden gedauert, das Ding aufzubrechen. Aber es ist trotzdem ein guter Stundenlohn, finde ich. Ja, guter Grundlohn. Ja. Wow. Herr Barski, wenn Sie sagen, so geheime Signale, als es irgendwann diese Warnung gab, pass auf, du bist in Gefahr, die aus irgendeinem Grund, den Sie ja selber auch gar nicht so richtig kennen, war man in Moskau offenbar zur Überzeugung gekommen, Sie sind in Todesgefahr. Ja. Sie sind kurz davor aufzufliegen. Wie teilt man Ihnen sowas mit? Das war eine verabredete Stelle, wo man Zeichen stellen konnte. Und dieser rote Punkt, der da war, das war das höchste Gefahrenzeichen. Ja. Jetzt musste weg. Roter Punkt? Roter Punkt, der war so ungefähr so groß wie meine Faust. Das heißt, Sie leben dort Ihr Leben. Sie laufen durch die Gegend und es gibt eine bestimmte Stelle. Das ist auf dem Weg zur Arbeit. Jeden Tag bin ich an dem Ding vorbeigelaufen. Und da habe ich mir aus Gewohnheit mir immer den Pfahl da angesehen. Über Jahre hinweg? Ja. Man vergisst das auch nicht? Man macht sich das zur Gewohnheit, immer da hinzugucken. Was ist denn das für ein Gefühl? Sie laufen da jetzt jahrzehntelang, laufen Sie man da immer dran vorbei. Man gewöhnt sich so daran, dass es alles normal scheint. Das verstehe ich. Aber dann plötzlich bricht in diese Normalität sozusagen das Ding ein, das Ereignis, von dem Sie wüssten, okay, theoretisch kann es das mal geben, aber praktisch wird es wahrscheinlich nicht passieren. Nee. Und plötzlich prangt da dieser rote Punkt. Was geht einem denn da durch den Kopf? Das war, ich kann das Wort wahrscheinlich im Fernsehen nicht sagen. Scheiße. Ja, genau. Ja. Jedenfalls, jetzt wusste ich, jetzt kommt das Ende. Und da ich ja nur hier eine Familie hatte und da eine Familie, jetzt ich hatte immer auf Zeit gespielt. Jetzt war der Moment der Entscheidung gekommen. Allerdings konnte ich immer noch ein bisschen auf Zeit spielen. Ich bin da gleich zur Arbeit gegangen und habe gesagt, dann wollen wir mal noch ein bisschen warten. Die wussten ja nicht, ich konnte ja im Krankenhaus sein, ja. Die wussten nicht, dass ich das gesehen habe. Und dann ein paar Tage später habe ich dann auf Kurzwellenradio das gehört. Da haben sie gesagt, du musst jetzt nach Hause kommen, da gibt es große Gefahr. Ja, das konnte ich auch nicht gehört haben. Da habe ich immer noch auf Zeit gespielt. Bis am Ende sich einer an mich rangeschlichen hat und diese Worte ausgesprochen hat, du musst jetzt nach Hause kommen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich, dass die wussten, dass ich wusste. Und jetzt war der Moment der Entscheidung. Ist das der Moment der Entscheidung auch für Sie? Also die Frage, auch zu welches Leben leben Sie jetzt? Oder darum geht es doch auch. Das war eine Entscheidung zwischen 2 Kindern. Tatsächlich. Und nicht 2 Frauen. Ich hatte eine 18 Monate alte Kleine in den USA. Und die kleine Maus, die wir da gerade sehen? Ja, und einen 5-jährigen Sohn in Deutschland. Und ich hatte mich so total in die Kleine verliebt. Die hat mein Leben verändert. Ich bin in den USA geblieben,
um sie aufwachsen zu lassen und ihr helfen, ein gutes Leben zu leben. Und das ist mir gelungen. Allerdings, mit einem Trick? Mit einem Trick. Ich hab den KGB ziemlich gut belogen. Die haben es geglaubt. Sie haben denn gesagt, ich bin HIV-positiv? Ja, genau. Und das war natürlich ein No-Go, ja? In der Sowjetunion gab es kein AIDS und kein HIV. Ja, und auch es war sehr glaubwürdig, weil tatsächlich zu der damaligen Zeit, die wussten nicht, dass ich das Kind habe. Und alles, was sie von meinem Leben in den USA wussten, das war ihnen klar, dass mein Leben im Osten viel besser war. Das Auto, die gute Wohnung. Wir hatten ein Telefon. Damals in der DDR hatten Privatleute kein Telefon. Ich hatte $60.000 Ersparnisse. Das war ein Riesenreichtum. So, die konnten sich nicht vorstellen, dass ich irgendwelche andere Gründe hätte, da zu bleiben. Aber sie hatten dieses die haben mir es geglaubt und die haben meiner Familie das erzählt, dass ich schon gestorben bin und ihr das Geld gegeben. Ich habe sie gefragt, dass ich gebeten, ihr das Geld zu geben. Diese beiden Familien, also welche der Frauen wusste von ihrem Doppelleben? Keine. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt, als ich mich mal mit meiner amerikanischen Frau gestritten habe. Und da habe ich gedacht, jetzt werde ich ihr mal erklären, dass ich tatsächlich auf ihrer Seite bin. Und da habe ich ihr erzählt, weißt du, ich bin hier geblieben, ich war Spion, ich bin dann hier geblieben. Und ich habe den KGB, bin ich denen entflohen, weil ich mit euch leben wollte. Allerdings, das war wahrscheinlich keine gute Idee, weil zu dem Zeitpunkt meine Wohnung vom FBI verwanzt war. Hat Ihre Freundin geglaubt? Ja, und das ist auch nach hinten zurückgeschlagen, weil sie jetzt mir überhaupt nicht mehr glauben konnte. Das hat diese Ehe ziemlich zerrüttet. Ja. Er ist natürlich irre. Ich meine, wenn man mit so einer Lüge sozusagen so ein ganzes Leben aufbaut, kann man sich vorstellen, dass dann der Partner sagt, du pass mal auf, also wer weiß, ob das die ganze Wahrheit ist. Ja, und die hatte so immer Schwierigkeiten, Leuten zu glauben. Und das habe ich wieder mal was falsch gemacht. Wahnsinn. Der Moment der Enttarnung. Ja. Was war das für eine Situation? Ach, das hat man so. Die haben sich das sehr, sehr gut vorbereitet. Das war eine Großaktion. Ich war zu der Zeit tatsächlich Nummer eins beim FBI in Gegenspionage. Der wichtigste Fall. So, da hat man eine Verkehrskontrolle inszeniert. Und nachdem der uniformierte Polizist mich bat, aus dem Auto auszusteigen, da kam dann plötzlich der Riley von hinten und hat sich vorgestellt, FBI, wir möchten mal gern mit Ihnen reden. Und er hat mir dann gesagt, wie das bei mir angekommen ist. Ich bin kreideweiß geworden. Naja. Und dann hat er mich gebeten, steigen Sie mal bitte ins Auto. Da saß sein Partner und der hat mit Absicht das Hosenbein ein bisschen hochgezogen. Da saß ich da, ein Revolver da. Da hat er da vorgeguckt. Da wusste ich schon, das ist ernst. Aber irgendwie habe ich mich schnell gefangen. Und das war nicht Absicht, das ist mir eben so nur, dieser Satz ist mir so eingefallen. Ich habe gesagt, warum habt ihr denn so lange gebraucht? Und da gab es ein kleines Lächeln, keine Antwort. Und dann sind wir in ein Motel gefahren und die haben da eine ganze Reihe von Zimmern gemietet. Und am Anfang des Korridors und am Ende stand eine Wache und in der Mitte haben sie mich dann in das Zimmer geführt und dort angefangen mit mir zu reden. Und das ging so für 2 Stunden und dann haben sie mich tatsächlich nach Hause gehen lassen. Natürlich haben sie mich gewarnt, wenn sie denken, dass sie jetzt abhauen können. Wir haben alle Straßenecken besetzt. Ich hatte keinen Grund abzuhauen. So. Wohin sollte ich denn gehen? Die DDR war weg, die Sowjetunion war weg. Ich war jetzt total ein Mensch ohne Heimat. Wir hören mal kurz rein. Dieser Riley hat das mal beschrieben, diese Situation, diesen Moment. So hat er das aus seiner Sicht wahrgenommen. Ein Polizist hielt ihn am Straßenrand an. Zusammen mit einem anderen FBI-Agenten bin ich zu Jack gegangen, und wir haben uns ausgewiesen. Wir sagten ihm, dass er mitkommen müsse. Er wusste sofort, worum es ging. Ich glaube, er hat damals gesagt, warum habt ihr so lange gebraucht? Ja,
Sie sind heute mit diesem Mann befreundet? Ja, der ist der Pate meines letzten Kindes auch. Wahnsinn. Das ist eine Ehrgeschichte. Ganz grundsätzlich, Abaski, Sie haben gar nicht so wahnsinnig viel spioniert eigentlich, ne? Sie haben ganz viel gewartet, sagen Sie? Ich habe viel gewartet. Das ist mir ganz viel später klar geworden, weil ich noch recherchiert habe und Interviews von ehemaligen KGB-Leuten gelesen habe und so weiter. Es war die Tatsache, dass ich da war, war ihnen sehr wichtig. Mhm. Weil was zum Beispiel heutzutage passiert, dass Diplomaten ausgewiesen werden, das sind alle Spione. Mhm. Ost oder West, die Russen oder Deutsche oder Amerikaner. Und man weiß auch voneinander, ja? Ziemlich, ja. Also man kennt die, man weiß, wer die sind, aber man kann sie nicht alle lückenlos überwachen, weil man das Personal dafür nicht hat? Ganz genau. Das ist der Grund? Ja. Sie wissen eine ganze Menge über das. Naja, ich lese gelegentlich darüber. Aber das heißt... Moment. Sie wissen nicht, mit wem Sie es zu tun haben. Nein, aber ja, und das heißt, es stimmt. Hier und weiß es auch das hier wird alles heimlich aufgenommen hier. Ja. Das heißt, es stimmt, wenn Leute heute sagen, im Moment sind in London so viele russische Agenten aktiv wie nicht mal in der Hochphase des Kalten Krieges? Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Die Sache ist die, in der Geschichte der Spionage gibt es sehr, sehr wenige Fälle, wo ein Spion die Welt verändert hat. Ich glaube, der Diebstahl des Atomgeheimnisses ist eines deren. Aber andererseits, das gegenseitige Spionieren ist meistens 0-0 unentschieden. Mhm. Aber solange man Geheimnisse hat, da gibt es Leute, die wissen wollen, was du verstecken willst. Und das wird eben nicht aufhören. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Das war toll, mal so einen Einblick in die Welt, in diese Halbwelt der Spionage zu bekommen. Jack Barsky, für mich ab heute Herr Dittrich, war heute unser Gast. Tolles Buch, dass Ihnen da gelungen ist. Ich bedanke mich genauso herzlich bei Claudia Kade, die heute unser Gast war, Politikchefin der Welt. Vielen Dank, Frau Kade. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ilka Bessin. Vielen Dank, Ilka. Ja. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Hubertus Heil, dem neuen Arbeitsminister, den wir eine gute Hand wünschen, Herr Heil. Ja, wir sehen uns bald wieder und werden überprüfen, ob alles das eingetreten ist, was Sie uns heute versprochen haben. Jetzt die Kollegen von Heute Plus. Und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dann. Dankeschön. Tschüss. Wahnsinn. Ich bin